Heute möchte ich dir drei Schritte an die Hand geben, die dir bei der Heilung deines inneren Kindes helfen. Wenn es um Verletzungen des inneren Kindes geht, geht es ja immer um verletzende und teils sogar traumatische Ereignisse aus früheren Zeiten, eben aus der Kindheit. Denn ob es ein einziges traumatisches Ereignis oder gar immer wiederkehrende Situationen solcher Ereignisse waren, sie haben deine Sicht auf die Welt, dein Empfinden und Denken nachhaltig geprägt. Aus diesem wiederum speist sich dein Handeln, was dann zu bestimmten Ergebnissen und Erfahrungen führt. Oft bestätigen sie scheinbar unsere negativen Glaubenssätze, die wir aufgrund unserer traumatischen Erfahrungen in der Kindheit verinnerlicht haben. Der erste wichtige Schritt ist es, Ja zu deiner Vergangenheit zu sagen, dich mit ihr zu versöhnen. Versteh mich bitte nicht falsch. Du sollst das Schlechte nicht gutheißen oder schönreden, sondern dich nicht länger gegen deine Vergangenheit sträuben. Sie war so, wie sie war. Sie hat dich dahin geführt, wo du heute stehst. Deine Lebensgeschichte hat dich geprägt. Sie zu verleugnen oder schmerzliche Erinnerungen dauerhaft zu unterdrücken, das heißt, einen wesentlichen Teil von dir selbst nicht zuzulassen, zu verleugnen und sich dagegen zu wehren. Du kannst dich nicht dagegen wehren, was war, aber du kannst anerkennen, dass deine Erfahrungen deine Denkweise geprägt haben. Es sind nicht immer die anderen, die scheinbar alle böse, undankbar oder verantwortungslos sind. Es ist deine Sicht der Welt, aufgrund derer du das glaubst und immer wieder Menschen mit ähnlichen Verhaltensmustern in dein Leben ziehst, wodurch sich deine Sicht, deine Glaubenssätze immer wieder bestätigen. Siehst du, ich wusste doch, dass man niemandem vertrauen kann. Immer muss man alles alleine machen. Niemand mag mich. An mir muss etwas falsch sein. Ich schaffe das nicht. Ich kriege nichts auf die Reihe. Der zweite Schritt ist, dich immer wieder mal zu fragen, woher deine negativen Glaubenssätze und Gefühle herrühren. Suche dir im Geiste nun eine solche Überzeugung heraus und gehe damit einmal in deine ferne Kindheit. In welcher konkreten Situation hast du dich womöglich zum ersten Mal so gefühlt und so gedacht? Und fühl noch einmal hinein. Ist da vielleicht Schmerz, Angst oder Trauer? Was hat das mit dir gemacht? Warst du wütend, durftest dies aber nicht zeigen und hast dich stattdessen in dich selbst, in deine innere Welt zurückgezogen? Machst du das heute auch noch? Wenn jemand deine Grenzen überschreitet oder du dich verletzt fühlst?
Wie würdest du heute in der gleichen Situation wie damals handeln? Was würdest du tun, wenn du die gleiche Situation bei einem anderen Kind beobachten würdest? Mach dir einmal richtig bewusst, du bist heute in Sicherheit. Dir kann nichts passieren, wenn du deine Meinung sagst. Du darfst Nein sagen. Du darfst um Hilfe bitten. Ja, du bist nicht mehr hilflos. Auch wenn dein Gefühl dir scheinbar etwas anderes vermittelt. Dies sind sozusagen die inneren Stoffwechselprodukte aus deiner Vergangenheit. Erinnere dich nun einmal an eine für dich typische Situation, die du vor kurzem erlebt hast und in welcher du dich wieder, so wie damals als Kind, gefühlt und auch benommen hast. Nun stell dir im Geiste vor, du hättest anders gehandelt. Nein gesagt. Wärst du nicht deinem alten, dir schadenden Muster gefolgt, sondern hättest ein neues, ein anderes Muster begonnen. Denn genau das ist der dritte Schritt auf dem Weg zur Heilung deines inneren Kindes. Kannst du dir vorstellen, dich in einer zukünftigen Situation anders zu verhalten? Dich nicht mehr als Opfer oder hilfloses Kind zu sehen, sondern als Erwachsener, der auch einmal schwach sein, auch einmal Nein sagen darf und selbstständig seine Entscheidungen trifft? Es dauert eine Weile, bis sich neue Verhaltensmuster verfestigt haben. Bleib also dran und schreibe mir gerne in den Kommentaren, welche Erfahrungen und Fortschritte du auf dem Weg der Transformation und Heilung gemacht hast. Und bevor wir uns heute verabschieden, möchte ich dich herzlich einladen zu unserer besonderen Rauhnachtsserie, die am 21. Dezember starten wird. Jeden Tag um 18 Uhr werden wir gemeinsam in die Tiefe der Rauhnächte eintauchen. Eine Zeit voller Magie, Mythen und Transformation. Und für alle, die diese Erfahrung mit den Rauhnächten vertiefen möchten, empfehle ich unser Chakra Tunes Rauhnächte Set. Dieses Set ist speziell dafür konzipiert, deine Rituale und Praktiken während der Rauhnächte zu bereichern. Du findest alle notwendigen Werkzeuge und Räucherwerke, um diese mystische Zeit zu Hause intensiv zu erleben und zu zelebrieren. Du findest den Link zum Chakra Tunes Rauhnächte-Set hier unten direkt in der Videobeschreibung. Und für heute Nacht empfehle ich dir die Einschlafmeditation Manifestiere Wunder, während du schläfst. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. Ich danke dir für dein Interesse, deine Zeit und Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis morgen.